Ich hatte tatsächlich gegen Ende April wirklich Angst, dass es nicht weitergeht. DBB hieß nicht mehr zuverlässig, nicht kommunizieren, Leute betrügen, Leute über den Tisch ziehen. Das Jahr 2015 war das härteste in der Geschichte des Trierer Basketballs. Insolvenz, Abstieg nach 25 Jahren in der ersten Bundesliga, Existenzängste. Nichts weckt so viele Emotionen wie der Sport. Doch Liebe kennt keine Liga. Die Gladiators Trier haben in der zweiten Liga eine neue Aufbruchsstimmung erzeugt. Die Basketballtradition in Trier lebt weiter. Bis zu 4000 Menschen aus der ganzen Großregion, darunter übrigens gut 15% Luxemburger, pilgern Spiel für Spiel in die Arena Trier. Hast du es auch schon mal erlebt? Wie es dich förmlich aus dem Sitz reißt? Du schreist wie ein Kind vor Glück und plötzlich fremden Menschen in den Armen liegst? Dabei, seien wir mal ehrlich, die ganz großen Tage des Trierer Basketballs, die sind lange vorbei. Von 1956 bis heute, boah, 60 Jahre sind schon eine verdammt lange Zeit. Klar, da waren die Pokalsiege 1998 und 2001 mit den ganz großen Legenden. Charlie, der Iceman, James und Co. Die letzten Playoffs 2004. Oder der Trierer Weg mit Talentförderer Henrik Rödel. Ich glaube daran, dass wir hier noch sehr, sehr viele schöne Abende erleben können und dass dieser Standort sich weiterentwickelt. Es gab spektakuläre Spieler und Sensationssiege. Mit Foul. Trier schlägt Berlin mit 91 zu 88. Die Sensation ist perfekt. Ist das geil. Oh, oh, Ryanair Harper knallt die Bayern weg. Was ein Ding. Aber eben auch immer wieder viele Rückschläge. Finanzielle Drahtseilakte. Es ist leider so, dass wir daher am morgigen Vormittag beim Amtsgericht Trier einen Insolvenzantrag für die Trierer Basketball AG stellen müssen. Und bittere Momente. When you approach somebody that you're supposed to trust within the organization and it gets spun in a way that seems, you know, to be a lie, then, you know, players aren't stupid. So, you know, you start questioning why you're there and who you're playing for. Und doch machst du mir auch heute noch so viel Spaß wie am ersten Tag. Ich freue mich auf jeden Abend, an dem ich wieder jubele oder leide wie ein Hund. Der Trierer Basketball, er gehört zu meinem Leben.